Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Branchenanalyse nach dem Fünf-Kräfte-Modell oder auch Porter's Five Forces oder einfach nur Branchenanalyse genannt. Mit Hilfe von Porter's Five Forces ist es uns möglich, eine Branche zu analysieren. Und hierbei wurden im Rahmen dieses Modells 5 Kriterien festgelegt, mit welchen man sich im Rahmen einer Branchenanalyse intensiv auseinandersetzen sollte. Schauen wir uns diese 5 Kriterien mal etwas genauer an. Hierfür gehen wir einfach auf die nächste Folie und hier sehen wir links auf dieser Abbildung die Porter's Five Forces dargestellt. Starten wir vielleicht zuerst beim Punkt 1, Verhandlungsstärke des Lieferanten. Je stärker ein Lieferant ist, sprich je weniger Möglichkeit sie haben, auf einen anderen Lieferanten auszuweichen, umso mehr Macht hat dieser. Das kann einerseits natürlich Bezug oder Einfluss haben auf die Lieferkette, von der sie abhängig sind, oder andererseits aber natürlich auch auf die Preisgestaltung. Und aus diesem Grund muss es letztendlich Ziel eines Unternehmens haben, welches von Lieferanten abhängig ist, jetzt unabhängig davon, ob sie hier Waren einkaufen, welche sie dann weiterverkaufen möchten oder ob sie einfach nur Rohstoffe, Hilfsstoffe oder Betriebsstoffe benötigen für ihre Produktion, also sprich um Produkte herzustellen, so sollten sie immer darauf schauen, dass sie, wenn möglich, nicht nur von einem Lieferanten abhängig sind, sondern dass es hier gegebenenfalls mehrere Lieferanten gibt, auf die sie zurückgreifen können. Denn das führt dann dazu, dass die Verhandlungsstärke eines Lieferanten nach unten geht, also reduziert wird, und sie sowohl preislich als auch im Zusammenhang mit der Lieferkette nicht unbedingt abhängig von diesem Lieferanten sind. Und wenn wir dann zum zweiten Punkt gehen, so gibt es genau das Gegenstück. Einerseits haben wir den Lieferanten, wo wir Dinge einkaufen oder Güter einkaufen. So haben wir auf der anderen Seite natürlich auch die Verhandlungsstärke des Kunden. Das heißt, wo der Kunde bei uns, also unsere Güter, dementsprechend einkauft. Und auch hier ist natürlich so, je größer das Angebot ist, umso stärker ist dann in weiterer Folge eben auch die Verhandlungsstärke des Kunden. Das heißt, wenn die Kunden die freie Auswahl haben, wo sie letztendlich einkaufen können und sie bekommen immer dieselbe Qualität von unterschiedlichen Anbietern und dieselben Güter, dann werden diese natürlich dementsprechend Druck ausüben und werden vielleicht so den Verkaufspreis nach unten drücken, weil die Nachfrage nach ihrem Produkt vielleicht reduziert wird, weil Mitbewerber dementsprechend vielleicht günstiger anbieten. Also aus diesem Grund muss man immer hier schauen, dass man sich eventuell von den Mitbewerbern dementsprechend abgrenzt, beziehungsweise die eigenen Güter einen Mehrwert liefern, sodass die Verhandlungsstärke der Kunde reduziert wird und die Kunden so das Gefühl haben, sie müssen bei ihnen kaufen. Also das sind einmal so die zwei Aspekte, welche im Rahmen der Branchenanalyse berücksichtigt werden müssen. Also einerseits den Lieferanten und andererseits die Verhandlungsstärke des Kunden. Gehen wir dann weiter noch zu dem dritten Einflusskriterium, welches berücksichtigt werden muss, und das ist die Bedrohung durch neue Wettbewerber. Also hierunter wird verstanden, wie viele neue Wettbewerber kommen hier auf den Markt. Also wird die Konkurrenz erweitert, nicht, oder besteht die Konkurrenz nicht nur von bestehenden Unternehmen, sondern wird diese immer größer, weil neue Wettbewerber auf den Markt drängen. Wenn wir uns hierzu ein Beispiel überlegen oder ein Beispiel denken, denken Sie hier beispielsweise an die Finanzbranche. Früher war es so, dass es hat einen bestehenden Wettbewerb gegeben, es hat die Hauptbanken gegeben, also beispielsweise Sparkassengruppe, Volksbankengruppe, Raiffeisenbanken, Bank Austria und die BAWAG BSK. Und der Rest waren nur wenige Kleinbanken, die aber für den Wettbewerb jetzt keine große Rolle gespielt haben. Das heißt,
Der Wettbewerb war relativ konstant. In den letzten Jahren hat sich aber vor allem durch den technologischen Fortschritt, durch die Innovationssteigerung und so weiter, dieser Markt extrem verändert und es sind zahlreiche neue Wettbewerber auf den Markt getreten. Wenn Sie hier beispielsweise nur an die Indiva denken, also eine reine Online-Bank, oder N26. Vor 20 Jahren haben in Online-Banken überhaupt keine Rolle gespielt. Und heutzutage gibt es immer mehr Unternehmen, die hier wirklich sehr innovativ auch auf den Markt kommen und dementsprechend die bestehenden und klassischen Banken, die noch sehr stark an den alten Geschäftsmodell hängen, ja, bedrohen, sagen wir mal so, beziehungsweise Marktanteile abwerben. Zumindest in gewissen Themenbereichen. Das wäre so der dritte Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die vierte Ebene, die finden wir hier unten dargestellt. Und hier geht es nicht um die Bedrohung durch neue Wettbewerber, hängt zwar teilweise sehr stark zusammen, sondern durch die Bedrohung von Ersatzprodukten oder von Ersatzleistungen. In der Praxis auch sehr gerne als sogenannte Substitute bezeichnet. Also neue Leistungen oder neue Produkte, welche Ihr Produkt gegebenenfalls ersetzen. So ein typisches Beispiel wäre, wenn wir hier beispielsweise an den Handybereich bzw. heute an den Smartphone-Bereich denken, denken Sie hier beispielsweise an Nokia. Nokia war früher, ja, kann man schon fast sagen, Weltmarktführer im Bereich Handy, also im Bereich Mobiltelefone. Hatte es aber dann verabsäumt, sich auf Smartphones umzustellen, weil sie ja teilweise vielleicht der Meinung waren, dass sich diese Smartphones nicht durchsetzen oder dass diese niemand braucht. Jetzt ist aber dann Apple, Samsung und so weiter gekommen und hat diese Smartphones relativ aggressiv und gut auf dem Markt positioniert, wodurch dann in weiterer Folge die klassischen alten Handys mit den Tasten, dem kleinen Display, relativ stabil und lange Akkuzeit, also wofür sich hier Nokia ausgezeichnet hat, vom Markt verschwunden, weil man als Nokia eben diesen Trend verschlafen hat und die Smartphones, die klassischen alten Mobiltelefone, dementsprechend einfach ersetzt hat. Ähnlich ist es BlackBerry ergangen, die einfach gesagt haben, okay, es werden sich diese Smartphones ohne Tastatur nie durchsetzen. Man braucht eine Tastatur zum Tippen. Auch die sind falsch gelegen. Und wenn wir uns überlegen, wo sind die heute? So gut wie nicht mehr vorhanden. Also das wäre so die Bedrohung durch Ersatzprodukte oder durch Leistungen. Oder wenn Sie hier beispielsweise an einen Desktop-PC denken. Wer von Ihnen hat heutzutage noch einen Desktop-PC zu Hause stehen? Fast jeder verwendet heutzutage nur mehr ein Tablet oder ein Notebook. Also das wäre auch hier ebenso durch Ersatzprodukte sind diese Desktops immer mehr verschwunden aus den Heimatmärkten. Also natürlich finden wir diese noch im Unternehmen, aber auch hier wird immer stärker in Richtung Notebooks und Tablets umgestellt. Ja, das wäre so der vierte Bereich. Und der fünfte Bereich, welchen man im Rahmen einer Branchenanalyse berücksichtigen sollte, sind natürlich die bestehende Konkurrenz, also oder die bestehenden Wettbewerber. Also wie ist die Konkurrenz im Vergleich zu bestehenden Mitbewerbern? Und wie ist meine Rolle in diesem Wettbewerbsmarkt? Also spiele ich eine kleine Rolle, spiele ich eine große Rolle, wie hoch ist mein Marktanteil und so weiter. Also auch hier geht es wirklich darum, die Branche genau zu analysieren, beziehungsweise den Wettbewerb und die Konkurrenzsituation hier genau miteinander zu analysieren. Und wenn man diese Branchenanalyse dann einmal durchgeführt hat, also sich wirklich intensiv mit all diesen Feldern beschäftigt hat, kann man davon ausgehend dann für sich Strategien ableiten, wie man hier beispielsweise die Verhandlungsstärke reduzieren kann oder aber auch vielleicht die Bedrohung durch neue Mitbewerber etwas einschränken kann. Also wenn Sie wirklich selbstständig sind oder Unternehmer sind, dann sollten Sie sich intensiv mit Ihrer Branche einmal auseinandersetzen. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt
Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Frage.